Sie haben seit vielen Jahren Tradition und sind Bestandteil eines jeden Schultyps, Schulgottesdienste. Auch in der letzten Woche haben wieder tausende Schüler die verschiedenen Kirchen aufgesucht, um an Schulgottesdiensten teilzunehmen. So auch in der Pfarre Voitsberg. Allerdings wurde von Dächern Dr. Erich Linhardt für die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Voitsberg ein ganz besonderer Gottesdienst zelebriert. Dieser Schulschlussgottesdienst wird zum zweiten Mal hier im Klosterhof gefeiert. Der Grund ist der, dass seit dem Vorjahr die Volksschulen zusammengelegt worden sind und wir für alle Kinder in der Kirche auf einmal fast keinen Platz hätten, sodass sich hier der Ort besser anbietet für diese Wortgottesdienstfeier zum Schulschluss, wie auch dann zum Schulbeginn, wenn das Wetter es zulässt. Da stellt sich natürlich die Frage, ob denn so ein Gottesdienst im Freien mit einem herkömmlichen vergleichbar ist. Vom Inhaltlichen gibt es keinen Unterschied, nur eben vom Ort des Feierns. Und so schön auch unsere Josefskirche ist und ein sakraler Ort überhaupt, glaube ich trotzdem, dass dieser Ort hier, der Klosterhof, sich ganz besonders gut anbietet für den Schulschlussgottesdienst, weil er einfach fast mehr Freude herlässt. Wir sind im Freien, die Blumen hier, die Sonne scheint herein in den Hof. Es ist einfach ein Rundherum, das Anlass gibt auch sich zu freuen. Und dem kann man sich nur anschließen, denn der Pfarrhof Voitsberg bot wahrlich ein mehr als würdiges Ambiente für den Schulgottesdienst der Volksschule. Eine heilige Messe unter freiem Himmel. So macht Kirche Spaß. In diesem Sinne frohe Ferien und einen unbeschwerten Sommer.